Hallo, meine Lieben. Ich möchte mit euch in dieser Videoserie den Veränderungsprozess, den ich gerade erlebe, teilen. Wie manche von euch schon wissen, verändere ich gerade mein Leben komplett. Und in den letzten 12 Jahren habe ich hier in dem wunderschönen, in dem magischen Schwarzwald gelebt. Und jetzt gehe ich auf Reise. Und ich beginne sehr bald meine schamanische Reise durch die Welt. Und ich bin gerade noch in der Vorbereitungsphase, aber in ungefähr 3 Wochen geht es wirklich los und ich verlasse nicht nur den Schwarzwald, sondern auch geliebte Menschen, die mein Leben viel schöner und viel wertvoller gemacht haben. Und außerdem habe ich in den letzten Monaten wirklich alles, was ich besitze, auf das absolut Minimum reduziert. Das ist eine radikale Veränderung und das heißt, alle Möbelstücke, die ich besessen habe, habe ich verkauft oder gespendet und meine Praxisräume, meine Wohnung habe ich komplett aufgelöst und jetzt besitze ich nur den Inhalt von 5 Umzugskartons ungefähr, die ich bei einer geliebten Freundin einlagern darf, während ich durch die Welt mit sehr wenig Gepäck reise. Und ich möchte dann in den nächsten Videos euch erzählen, warum ich das mache, was meine Motivation dafür ist, was sind meine Gründe und alles, was mir so schwer fällt, ja, alles hinter mir zu lassen, meine Herausforderungen und wie es sich anfühlt, diesen großen Schritt zu gehen. In einigen Wochen, nachdem ich dann meine Reise begonnen habe, teile ich natürlich auch mit euch jeden Schritt von meiner spirituellen Reise. Wo ich bin, wie mein Alltag dort aussieht, welche Schwierigkeiten ich habe, meine Erkenntnisse, meine Entwicklungsschritte und so weiter. Ich lade dich ganz herzlich ein, mich auf diese Reise zu begleiten. Und ich freue mich, wenn du mir auf Instagram und auf Facebook folgst und meinen YouTube-Kanal abonnierst, sodass du keine Videos mehr verpasst. Vergiss auch nicht, meine Videos zu liken. So unterstützt du mich und meine Reise. Wow, Lumi, alles hinter dir zu lassen, deine Wohnung, deine Praxisräume aufzulösen, geliebte Menschen hinter dir zu lassen, um unbefristet auf spirituelle Reise zu gehen. Ist es nicht zu radikal, zu extrem? Das haben mich schon viele Menschen gefragt und die Antwort ist ja. Das ist auf jeden Fall eine radikale Veränderung und natürlich auch ein großes Abenteuer. Aber für mich ist es viel mehr als ein Abenteuer. Diese Reise ist ein wichtiger Meilenstein meines Seelenplans. Und die Wahrheit ist, ich habe nicht immer meinen Seelenplan gefolgt. Als ich vor vielen Jahren den Ruf gehört habe, als Schamanin in dieser Inkarnation Menschen zu helfen, sich zu heilen und zurück zu ihrer Urnatur zu kehren, habe ich diesen Ruf leider mehrmals ignoriert und habe einfach weiterhin gemacht, was mein Ego damals für richtig gehalten hat. Mein Ego wollte einfach ein bequemes, sicheres, risikoarmes Leben führen. Und damals hat der Beruf als Ingenieurin mir nicht nur so eine finanzielle Stabilität gegeben, sondern auch Sicherheit, Status und Karrieremöglichkeiten und alles, was sich so das Ego normalerweise wünscht. Und was ist dann passiert? Ja, ich habe diesen Ruf ignoriert, meinen Seelenplan habe ich ignoriert und ich bin dann krank geworden. Ich habe einfach den Ruf ignoriert, ein hundertprozentiges Ja zu meinem schamanischen Weg zu sagen und den natürlich zu gehen. Und als ich krank geworden bin, dann hatte ich einen krassen Burnout und meine Seele hat ja, extrem gelitten. Und es war wirklich nicht einfach, wie ein Phönix aus der Asche wieder aufzuerstehen. Und ich lag am Boden und musste irgendwie Kraft sammeln, um ja, und wieder aufstehen. Das war eine der schwierigsten Zeiten meines Lebens und seitdem habe ich wirklich gelernt, nie wieder werde ich meinen Seelenplan ignorieren. Nie wieder werde ich den Ruf meiner Seele ignorieren. Und ich weiß, wenn ich meinem Seelenplan folge, wird mir das Universum alles zur Verfügung stellen, was ich brauche für meinen Weg.
Auch wenn das Ego manchmal verzweifelt, gehe ich trotzdem weiter und vertraue meiner Seele und vertraue meinem Seelenplan. Und das ist der Grund, warum ich jetzt auf Reise gehe und alles verlasse und mein Leben komplett transformiere. Weil dieser Schritt zu meinem Seelenplan gehört und es ist einer der wichtigsten Meilensteine meines Seelenplans. Diese Reise wird mich komplett verändern, das weiß ich schon. Und sie wird auch sehr wichtig sein für meine eigene Heilung und für meine Weiterentwicklung, sowohl als Person als auch als Schamanin. Und das alles werde ich mit euch in den nächsten Videos teilen. Deshalb, auch wenn mein Ego sagt, Lumi, du hast aber ein wunderbares, ein komfortables Leben hier im Schwarzwald. Du hast Liebe, du hast eine erfolgreiche schamanische Praxis, du lebst deine Berufung aus, du bist glücklich hier, du hast hier eine Community, du bist mit dem Schwarzwald so stark verbunden, ihr habt so eine magische Beziehung. Warum nicht einfach so weitermachen und in deiner Komfortzone bleiben? Da sagt das Ego und das fragt das Ego. Und ich antworte, ja, liebes Ego, ich habe dich gehört und ich bitte dich einfach darum, mir zu vertrauen und mich zu unterstützen, weil ich weiß, dass ich meinem Seelenplan folgen muss und folgen will und ich habe keine andere Wahl. Und wenn ich das nicht mache, kann ich kein erfülltes Leben haben und wenn ich wieder den Ruf meiner Seele ignoriere, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe und nicht auf Reise gehe, weil ich meine Komfortzone nicht verlassen will und ja, einfach alles so weitermachen will, wie es jetzt ist, dann wird mich das Universum durch strengere Wege und strengere Maßnahmen doch zurück zu meinem Seelenplan führen, das weiß ich. Und irgendwas würde dann passieren, was mich zwingen würde, mein Leben hier zu verlassen und sowieso auf Reise zu gehen. Vielleicht müsste ich alles verlieren, und, ja, um einfach mich endlich mal zu bewegen. Ja? Und das weiß ich schon und deswegen kann ich mir diese harten Lektionen einfach sparen. Ja? Und das habe ich vor vielen Jahren schon gelernt. Und ich gehe jetzt mit meinem offenen Herz und mit sehr viel Zuversicht und mit sehr viel Vertrauen meinen schamanischen Weg weiter. Und ich möchte mit euch jeden Schritt davon teilen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Vergiss nicht den Daumen hoch und danke für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video.